Sie haben im Dezember etwas sehr Interessantes in der Weltwoche geschrieben, was mich als Theologen natürlich interessiert hat. Im Kontext der jungfräulichen Geburt Jesu aus Maria schreiben Sie, auch der sich aufgeklärt preisende Mensch hat seine Dogmen. Eines davon, was nicht in den Verstand passt, existiert nicht. Die heutige westliche Gesellschaft hat die Kultur des Angenehmen zur Spitze getrieben. Alles Störende, Verstörende hat darin keinen Platz mehr. Alles geglättet. Work and life in balance. Die kommerzialisierte Sentimentalität vernebelt den Konflikt zwischen Verstand und Glauben. Sie gehen vom Theologischen aus, aber werden da allgemeiner und sagen, so ist die heutige Gesellschaft. Was existiert denn, das nicht in den Verstand passt? Da geht es ja vermutlich nicht nur um die jungfräuliche Geburt. Nein, aber ich stelle einfach fest, heutzutage ist der Mainstream, dass religiöses Bewusstsein defizitär ist. Also so dieses klassische Vorurteil, religiös kann man heute nicht mehr sein, es sei denn, man kann sich die Welt halt nicht richtig erklären und Religion als Krücke des Verstandes, wo man mit dem Verstand nicht mehr hinkommt, da braucht man dann halt Religion. Ich halte das für falsch, weil es das durchaus eben Verstörende, das durchaus Schwierige des Glaubens wegdrängt und nicht sehen will. Ich glaube, heute ist es unglaublich anspruchsvoll geworden, Religion, ein religiöser Mensch zu sein, in einer Zeit, in der man tatsächlich glaubt, man könne alles rational erklären. Dass das zu Widersprüchen führt, dieses gleichzeitig eine extrem rationalen Gesellschaft leben zu dürfen, die auch einen außerordentlichen Wohlstand erreicht hat, und auf der anderen Seite doch religiös denken oder überhaupt glauben zu können, diesen Widerspruch, der reizt mich. Und ich glaube, wir sollten nicht solche Widersprüche einfach glätten, sondern wir sollten sie aushalten, wir sollten sie thematisieren. Die jungfräuliche Geburt, das ist ja ein klassisches Vorurteil, ein klassischer Kritikpunkt an unserem Glauben, dass das ja gar nicht gehe, und man macht ja dann auch manchmal Witze darüber, das ist auch legitim, wenn man das macht. Aber es verkennt eigentlich, dass das tatsächlich Herausforderungen sind für einen gläubigen Menschen, das mit seinem Verstand auch in Einklang zu bringen. Es bleibt für einen gläubigen Menschen etwas übrig, was rational nicht erklärbar ist. Diese Veroberflächlichung oder Einebrung, die gibt es ja auch politisch. Also zum Beispiel hört man in Deutschland, das Wichtigste ist, dass wir uns unsere Freiheit nicht verbieten lassen, jetzt nach dem Anschlag. Ich nehme an, also Politiker reden so, damit sie wieder gewählt werden, aber gibt es für Politiker auch was noch wichtiger ist als die nächste Wahl? Eine schwierige Frage. Ich würde ja mal von einer positiven Unterstellung auch bei Politikern oder sogar bei Politikern ausgehen. Das gesagt, halte ich einen Appell, dass man sich die Freiheit im Westen nicht nehmen lassen will, halte ich für richtig. Auf der anderen Seite muss man als Politiker dann eben doch auch sagen, man hat nicht nur die Verantwortung, die Freiheit zu sichern, sondern man hat auch die Verantwortung, die Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten. Weil ohne Sicherheit können sie auch keine Freiheit leben. Und ich glaube, man hat im Westen die Sicherheitsfragen unterschätzt. Und das holt man jetzt etwas mühsam nach. Aber ich bin überzeugt, wenn wir nicht alles tun, um die Sicherheit für unsere Bevölkerung zu gewährleisten, dann wird auch ein Leben in Freiheit nicht mehr lange möglich sein. Ja, meine Frage bezieht auch so auf Werte hin. Also ist jetzt diese Freiheit der höchste Wert oder worauf muss Politik ganz grundsätzlich hinzielen? Politik hat die Aufgabe, den Menschen ein möglichst selbstbestimmtes und freies Leben zu ermöglichen. Politik sollte sich davor hüten,
den Menschen einen bestimmten Lebensstil vorschreiben zu wollen, sollte sich davor hüten, eine bestimmte Ideologie den Menschen aufoktroyieren zu wollen. Politische Gestaltung ist eine Rahmenaufgabe, in dem der Rahmen gestaltet wird, in dem alle, möglichst viele, sich eben ein selbstbestimmtes Leben machen können, nach ihren Wünschen, ohne dass der Staat ihnen vorschreibt, die Politik ihnen vorschreibt, was das für Wünsche sein sollen. Ich bin immer wieder fasziniert von einer klassischen Formulierung in der amerikanischen Verfassung, dass der amerikanische Staat oder die amerikanische Politik aufgefordert ist, die Pursuit of Happiness zu gewährleisten. Das heißt, dass die Politik ermöglichen soll, dass jeder sein Glück finden kann und seinem Glück nacheifern kann, ohne dass man vorschreibt, was dieses Glück ist. Das halte ich für eine Kernaufgabe der Politik. Und daraus resultiert dann eben, dass man auch die Sicherheit der Menschen, die hier leben, zu gewährleisten hat. Ich stelle mir vor, als Politiker, da entwirft man zwar Visionen, aber er kann die ja dann nicht immer schnell und glorios umsetzen, sondern muss dauernd irgendwelche Kompromisse schmieden. Welche Kompromisse wären für Sie jetzt ein absolutes No-Go? Zuerst muss man eine Ehrenrettung für den Kompromiss deponieren. Ich glaube, es gibt kein Land, in dem die Politiker so wenig Macht haben wie in der Schweiz. Und das ist gewollt. Man hat sehr viele Abstimmungen, man kann als Politiker nicht machen, was man will. Natürlich hat man seine persönlichen Visionen, aber wer glaubt, dass er seine Visionen in der Politik eins zu eins umsetzen kann, der hat nicht viel verstanden von Politik, insbesondere in demokratischen Staaten nicht. Das gesagt, glaube ich, ist es notwendig, dass jeder Politiker sich für seine Vision einsetzt und dann aber auch in der Lage ist, Mehrheiten zu finden. Und Mehrheiten finden sie nur, wenn sie bereit sind, Kompromisse zu machen. Und da muss jeder für sich entscheiden, wo er wie viel Kompromisse machen will. Ich glaube, in der Schweiz ist es durchaus möglich, sehr viel von dem, was man möchte, zu erreichen, ohne dass man fundamentale Werte von sich selber in Frage stellen müsste. Ich glaube, da hört es auf mit der Kompromissbereitschaft. Aber diese Situation, die wird einem auch selten abverlangt. Wir sind in der Schweiz, in der Politik, wie in vielen Dingen, unspektakulär pragmatisch unterwegs. Und das halte ich für eine große Tugend. Sie bezeichnen sich als konservativ. Wie definieren Sie den Begriff? In welchem Verhältnis steht er zu progressiv? Sind Sie auf eine Art vielleicht auch progressiv? Ich bin wertekonservativ, indem ich glaube, aus meiner Sicht sind Werte, die sich bewährt haben, die mein politisches Weltbild ausmachen, mein Menschenbild ausmachen, haben sich bewährt. Und ich glaube, ein Konservativer definiert sich dadurch, dass er zwar offen ist, natürlich offen ist gegenüber dem Neuen, aber dass er das Neue immer auch etwas den Beweis antreten lässt, dass es auch das Bessere ist. Und diese konservative Haltung, die hat mich geprägt. Ich glaube, die Schweiz ist auch durchaus ein eher konservatives Land, in dem Entwicklungen bei uns etwas langsamer gehen als in anderen Ländern. Aber das verhindert auch, dass man vielleicht schnellere Fehler macht oder größere Fehler macht als in anderen Ländern. Ich glaube, das ist mein Naturell. Aus dieser Haltung heraus politisiere ich. Aber ich bin absolut offen für Neues und ich glaube, es gibt keinen Fortschritt, ohne dass man das Neue auch zulässt. Und ein Konservativer, ich bin nicht eher in meinen Werten, da habe ich eine eher bewahrende Haltung, aber bezüglich Strukturen bin ich überhaupt nicht konservativ. Ich glaube, die Welt entwickelt sich rasant. Und es ist ein Erfolg der Schweiz, dass sie einerseits auf eher konservativen Werten basiert, sich aber unglaublich gut diesem Wandel anpassen kann, diesen Wandel mitmachen kann, ist immer noch eines der innovativsten Länder auf der Welt. Und das zeigt ja, dass wir mit konservativen Werten nicht verschlossen sind, sondern sehr, sehr offen sind gegenüber Neuem.
Man erlebt sie ja auch als einen unbequemen Mann, der sich immer mal wieder gegen den Strom stellt. Ich stelle mir vor, das ist dann manchmal auch für Sie selber unbequem. Warum sind Sie unbequemer als viele andere? Ich weiß nicht, ob ich unbequemer bin. Ich bin vielleicht manchmal etwas dezidierter, vielleicht bin ich manchmal etwas zu dezidiert. Das kann sein. Ich glaube, wenn Sie als Politiker gewählt werden, haben Sie einen Auftrag. Sie müssen Ihren Wählerinnen und Wählern klar machen, wofür Sie stehen. Sie müssen nicht sagen, ich mache das, was ich glaube, was die Leute wollen, sondern es ist viel wichtiger, dass Sie für Ihre Überzeugungen einstehen. Und wenn Sie für Ihre Überzeugungen einstehen, dann haben Sie eine große Wahrscheinlichkeit, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung diese Überzeugungen nicht teilt. Und die andere Hälfte teilt sie. Und das führt dann dazu, dass man dann halt eben als das gilt, was eben umstritten ist. Ich glaube, die Klarheit der Position ist ein Wert, den alle Bürgerinnen und Bürger von Politikern erwarten dürfen. Es heißt nicht, dass sie mit allem übereinstimmen müssen, aber es gibt eine gewisse Verpflichtung. Der zweite Punkt, ich glaube, man wirft ja insbesondere den Zentrumsparteien, wie es die CVP ist, manchmal vor, dass man nicht wisse, wo sie stehen und dass sie zu wenig profiliert seien. Und ich glaube, hinter dieser Kritik steht eine gewisse Berechtigung. Ich betrachte es als meine Aufgabe, dezidiert zu sagen, wo das Zentrum steht, wofür die CVP steht. Und da macht man sich nicht nur Freunde. Aber in der Politik geht es auch nicht darum, Freunde sich zu verschaffen, das ist etwas Privates, sondern es geht darum, für Überzeugungen einzustehen. Und letzter Punkt, ich kann sehr gut leben mit Kritik, solange sie politisch motiviert ist, solange sie sich auf die Argumente bezieht, auf meine Positionen bezieht. Und in der weitaus größten Zahl in den politischen Debatten ist das auch der Fall. Ich bin Gott sei Dank... Gott sei Dank haben wir in der Schweiz noch eine gute Kultur, dass wir absehen davon, persönliche Angriffe zu machen, Angriffe auf die Person, auch verbale, sondern dass wir zwar heftig, aber doch sachlich politisieren und debattieren. Ich liebe auch diese Debatten, weil ich glaube, das ist etwas, wofür wir gewählt sind.